Ja, 2019. Ich habe jetzt die ganze Zeit davon geredet, dass ich 2020 bin, aber die ganzen Booster, die ich hier habe, sind 2019. Ich habe das durch das Problem, das letztes Jahr anfing, so Anfang des Sommers, habe ich ein wenig die Zeit verloren, wodurch ich sehr verwirrt darüber war, dass War of the Sparks und tatsächlich auch Throne of Eldraine 2019 waren. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das nächste Booster für morgen auch 2019 sein wird. Und das gucken wir dann nach. Wir haben jetzt erstmal War of the Sparks. Ich habe es gar nicht gezeigt. War of the Spark. Mit Sharken Katarsis. Ihr dürftet jetzt die ganze Zeit eine Glocke im Hintergrund hören. Ich kann es gerade leider nicht ändern. 5 Mana Instant. Ihr fügt einem Spieler oder einem Planeswalker 5 Damage zu. Courage of the Crisis. 3 Mana Sorcery. Ihr legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und proliferatet dann. Ich wusste gar nicht, dass Proliferate da drin ist. Blind Blast, 3 Mana Instant. Ihr fügt einer Kreatur einen Schaden zu, sie kann nicht blocken. Ihr zieht eine Karte für 3 Mana, echt teuer. Spark Harvest, 1 Mana als zusätzliche Kosten könnt ihr entweder 4 Mana bezahlen oder eine Kreatur opfern. Dafür zerstört ihr aber eine Kreatur dann Planeswalker. Das ist nicht schlecht. Gerade weil so viele Planeswalker drin waren. Polen Bright Druid, 2 Mana 1/1. Wenn ein Spielfeld kommt, könnt ihr euch aussuchen. Entweder kriegt ihr eine +1/+1 Marke oder ihr proliferatet. Okay. Goblin Assault Team, 4 Mana 4/1 Eile. Wenn ihr stirbt, legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Nice, nice. Ich frage mich zwar, warum hier das ein Boros-Typ ist. War worauf das Spark noch auf Ravnica? Weil der sieht aus wie ein Izzet-Typ. Celestia, ich hab. Das könnt ihr mir mal in den Kommentaren beantworten. Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Divine Arrow, 2 Mana Instant. Ihr fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur 4 Damage zu. Das ist ziemlich gut. Naga Eternal, 3 Mana 3/2. Das sieht jetzt nach Amonkhet aus. Ich bin verwirrt. Das sieht auch nach Amonkhet aus. Lazatop Behemoth, 5 Mana 5/4. Auch kein Effekt. Was ist denn jetzt los? Zombie Hippo, Zombie Naga. Ach, das waren Nikobodas, seine Typen. Guter Mann. Prism Realm, 3 Mana. Wenn es ins Spielfeld kommt, exiliert ihr eine Kreatur der Planeswalker, die ein Gegner kontrolliert, bis das Prism Realm das Spiel verlässt. Und wenn es ins Spiel kommt, macht ihr Scry 1. Nicht schlecht. Augur of Bolas, 2 Mana 1/3. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, guckt ihr euch die obersten 3 Karten eures Decks an. Ihr zeigt eine Instant- oder Sorcery-Karte davon vor. Nehmt die in eure Hand und legt den Rest unter euer Deck in irgendeiner Order. Aha, okay. Interesting. Wer weg? Gleaming Overseer. Ein farbloses, ein blaues, ein schwarzes. Wenn er ins Spielfeld kommt, am Maß 1. Also das heißt, ihr legt eine +1/+1-Counter auf eine Army-Kreatur, die ihr kontrolliert. Oder ihr kreiert eine 0/0-Army-Kreatur mit einem Token. Und Zombie-Tokens, die ihr kontrolliert haben, Hexproof und Menace. Und unsere Rare ist Ajani the Greathearted. Okay. 4 Mana, 5 Marken. Und Creatures, die ihr kontrolliert haben, Wachsamkeit. Plus 1, ihr kriegt 3 Leben. Minus 2, ihr legt eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die ihr kontrolliert. Und eine Loyalty-Karte auf jeden Planeswalker, den ihr kontrolliert. Jeden anderen. Uff, der ist ziemlich gut. Ich glaube, er wird nicht gespielt. Ich wüsste davon. Er hat hier auch so einen Amas-Typen in der Hand. Und hier diese Lesnia-Typen. Aber ist natürlich ganz cool. Und wir haben. Oh, wir haben eine Foil. Okay. Ugin Conjurant. Damit wurde eine Combo, als die gespoilert wurde, rausgemacht für Modern, wo man alle Länder mit zerstören kann. Turn 4. Ja, X-Mana 0-0. Kommt mit X+1/+1 Marken ins Spiel. Und immer wenn der Schaden zugefügt würde, während er eine +1/+1 Marke hat, wird der Schaden verhindert. Und es werden so viele +1/+1 Marken von dem Spirit Monk runtergenommen. Ja, da ist übrigens der Army Token. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das hoffentlich ohne Glocken. Bis beim nächsten Mal. Ciao, ciao.